Es ist soweit, das neue Set Gewalten der Zeit steht in den Startlöchern. Und deutschlandweit wurden letztes Wochenende am 9. März die allerersten Pre-Release-Turniere ausgetragen. Auch bei meinem Partner BattleBear fand am 9. März Samstagabend ein Pre-Release-Turnier mit über 40 Leuten statt. Nächstes Mal bin ich vielleicht auch endlich vor Ort dabei. Aber für heute begnügen wir uns mit diesem wunderschönen Pre-Release-Kit-Display. Vielen, vielen lieben Dank an BattleBear fürs Zuschicken. Und wir gehen rein. Ein ganzes Display Gewalten der Zeit. Oh mein Gott, bin ich hyped. Hier haben wir dieses wunderschöne Schmuckstück. Jeder von euch, der schon mal auf einem Pre-Release-Turnier war, der weiß, in diesem Build-and-Battle-Kit findet ihr ein spielfertiges Deck mit 40 Karten plus 4 Booster, um euer Deck zu pimpen. Und wir gehen hier direkt rein mit Mi Raidon. Ich finde, das ist die spielschwächste Karte aus dem Deck. Und wir haben die ersten 4 Booster mit jedem Artwork Gewalten der Zeit. Oh mein Gott, das fühlt sich so nice an. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. In die Decks gehen wir zwischenzeitlich rein. Das spielstärkste Deck ist, soweit ich weiß, Koraidon. Und wir schauen uns die neuen Artworks an. Wart ihr auf einem Pre-Release-Turnier, meine Lieben? Ich hoffe es sehr, denn es macht unfassbar viel Spaß. Oh mein Gott, was ist das für ein süßes Pikachu? Wie cool ist diese Karte? Vollmetalllabor. Auf einem Pre-Release-Turnier zu sein, ist immer wieder ein Vergnügen, denn ihr lernt die neuen Karten kennen. Ihr lernt ein Deck kennen, ihr könnt mit verschiedenen Pokémon-Fans und Sammlern gegeneinander antreten. Mähmetall in Holo, schön. Und man kann zusammen das neue Set willkommen heißen. Es ist also, falls ihr die Option habt, irgendwo an einem Pre-Release-Turnier teilzunehmen, zum Beispiel bei BattleBear Kaiserslautern, dann macht das unbedingt. Es ist immer wieder ein Vergnügen. Es gibt Preisbooster dann zu gewinnen für die Besten, die da abgeschnitten haben. Es ist aber einfach, was ist das für ein cooles Artwork? Super sweet. Es ist aber einfach ein Ereignis, was man mal mitgemacht haben muss. Und wir bekommen Windewoge EX Full Art. So ein starker Hit. Mit einer sehr, sehr coolen Fähigkeit. Ich finde den gar nicht so verkehrt. Azur, mehr Schaden durch dieses Pokémon eingesetzte Attacken wird durch Effekte auf dem anderen Pokémon deines Gegners nicht verändert. Natürlich in Kombination mit dem Deck dann eine ganz nette Karte und wunderschönes Artwork. Oh mein Gott. Hier haben wir auch Windewoge auf dem Artwork. Gewalten der Zeit. Unfassbar schönes Set mit unfassbar schönen und spielstarken Karten. Ich bin ehrlich mit euch. Seit Paldeas Schicksale, oh schönes Keldeo, wie es übers Meer gleitet, in seiner Angriffsform will ich gerade sagen. Es ist nicht die Angriffsform, es hat einen anderen Namen. Ich blende euch den einmal ein. Seit Paldeas Schicksale habe ich Bock, mir ein Deck zu bauen. Hier einmal Eisenblatt auf dem Artwork. Ich finde, das ist das Paradox, Zukunftsparadox schwächste Design, was wir haben. Was für ein cooles Victini! Oh mein Gott, schaut euch bitte diese Artworks an. Die sind ja wohl der absolute Banger, um das hier so ein bisschen zu verdenglischen. Aber Scarabax sieht ein bisschen traurig aus. Eisenhals, Weherba Reverse, Normifin. Normifin ist eine sehr schöne Karte. Und der gute Dranpa, aka Shenlong in Holo. Rein ins zweite Kit. Ich hoffe natürlich, dass wir alle Decks hier einmal komplett rausbekommen werden, um da das Beste rauszusuchen. Nein, wir gehen nochmal für Mi Raidon. Let's go. Und die nächsten 4 Artworks. Das finde ich in Pre-Release-Kits immer sehr, sehr schön, dass man jedes Artwork tatsächlich in den Kits begutachten kann. Was für ein wildes, wortwörtlich wildes Punita. Was ist das denn für eine Perspektive hier? Insane, diese... Hallo! Also Brot! Diese Artworks. Bells Hingabe. Genau, um den Faden von eben wieder aufzunehmen. Eisendorn! Es ist nicht möglich, Leute. Vergesst es. Wir gehen hier rein. Eisendorn Reverse. Pampros Reverse. Und Halupenio EX. Oh, übrigens, von Furienblitz gibt es eine wunderschöne alternative Karte. Oh mein Gott. Wenn wir die ziehen, bin ich happy. Definitiv eins meiner Favorite Designs hier aus diesem Set. Shaman. Wer ist er denn? Zip,
Fermaniacs, Chippermaniacs, Dekodierung. Wie heißt er? Zip, Zipper, Zipper, also, keine Ahnung. Zip, Chip, den habe ich noch nie gesehen, den Boy. Cyphermaniacs. Aber auf jeden Fall interessant. Durchsuche dein Deck nach zwei Karten, mische dein Deck und lege jene Karten anschließend in beliebiger Reihenfolge auf dein Deck. Das bedeutet, du holst dir die ersten beiden Karten, du durchsuchst dein Deck und dann packst du dir das irgendwie so. Das ist sehr interessant. Das bedeutet, du kannst einfach diese zwei Karten, die du gerade rausgesucht hast, einfach so, dass du die, die du brauchst, als nächstes ziehst, wieder auf dein Deck legen. Ist schon ganz schöne Babu-Karte, würde ich sagen. Vivien schlägt da ganz... Was ist das denn? Interessantes Artwork. Der Salvatore. Delfinator in einem sehr wilden Artwork. Brüllschweif. Wichtig für Koraidon, die Vergangenheits-Pokémon. Tortonator. Gorgantis. Und Miraidon in Holo. Passend zum Deck, was wir hier drin hatten. Last Booster Magic mit Windewoge. Boah, Windewoge alternativ. Wäre definitiv auch ein richtig schönes Schmuckstück. Azumarill. Dunarion. Riesenzahn-Vergangenheitsform. Auch wieder wichtig für das Koraidon-Deck. Blanas Reverse. Metang Reverse. Und ein Relikant. Auch sehr based, so wie Shenlong. Interessant. Haben wir jetzt hier Koraidon drin? Haben wir einen Koraidon? Wir haben ein Metang. Metang-Deck. Metallmacher. Einmal während deines Zuges kannst du dir die obersten vier Karten des Decks anschauen. Beliebig viele Basis-Stahlenergiekarten, die du dort findest, beliebig an deine Pokémon anlegen. Mische die anderen Karten und lege sie unter dein Deck. Ist okay, ist jetzt aber auch nicht die spielstärkste Fähigkeit. Je nachdem, was du natürlich dann noch weiteres in den Boostern hier, können wir direkt mal schauen, in den Boostern rausholst. Pantimos. Haben wir hier drin. Energiekapsel der Vergangenheit. Seraora. Wildes Artwork mit seinem Backflip to Heido. Tarniel in Reverse. Passend schon mal zum Stahldeck. Schelke rein. Und ein Donnersichel. Vergangenheit Holo. Übrigens, Donnersichel auch sehr, sehr spielstark. Mit dieser Attacke fügt für jede Vergangenheitskarte in deinem Ablagestapel 10 Schadenspunkte mehr zu. Ist, meine ich, mittlerweile auch ein sehr, sehr spielstarkes Deck. Was aber auch ein spielstarkes Deck ist, ist Glurak. Und durch, jetzt kann ich es endlich sagen, Paldeas Schicksale haben wir unendlich viele Terrakristall Gluraks gezogen in der Unlicht-Variante. Und mit diesem Glurak werde ich mir mein allererstes Deck bauen. Und ein Eisenfels EX ziehen. Let's go, ein Zukunfts-Pokémon. Windewoge, welches ist euer Favorit-Paradox-Pokémon? Bei mir definitiv Windewoge. Ich fand den anfangs wirklich nicht ganz so cool. Auch hier Galoppa richtig cool. Die Ponita, die wir gesehen haben, sich entwickelt. Electro bisschen cursed, to be honest. Und laufen jetzt über die Prärie. Pantimos und Eisendornen-Holo. Sehr starke Karte, die finde ich richtig gut. Eisenhaupt. Definitiv von den futuristischen Paradox-Pokémon mein Favorit. Oh mein Gott, wie cool ist dieses Kanimani, bitte! Schaut es euch an! Und Sesukids, wunderschönes Artwork. Hübsch gezeichnet, oh mein Gott. Dusselgur, die kleine dusselige Taube. Wolverock. Enikoro, Energiekapsel. Das Rettungsboard. Golgantis Reverse, schon wieder, haben wir schon einige Male. Und Donnersichel again. Ja, vielleicht baue ich mir noch ein Donnersichel-Deck dazu. Nächstes Kit, welches Deck bekommen wir? Koraidon, let's go! Urzeitlicher Niederprügler, 30 Mal diese Attacke fügt für jedes deiner Pokémon aus der Vergangenheit im Spiel 30 Schadensmarken zu. Bedeutet, hau dir die Bank voll mit deinen Vergangenheits-Pokémon und du kriegst 30 Mal, zum Beispiel 30 mal 5, 5 mal 30, let's go, ordentlich Damage auf das gegnerische Pokémon. War zumindest auf dem Pre-Release-Turnier das beste Deck, was man hätte ziehen können. Oh, ich finde es super schade, dass ich nicht da war. Ich wohne einfach viel zu weit von solchen Lokalitäten entfernt, dass ich leider nicht mal ebenso dahin fahren kann. Aber ich habe mir schon gesagt, beim nächsten Hauptset, was ja definitiv kommt, werde ich dabei sein. Und Eisenblatt EX. Wart ihr auf einem Pre-Release-Turnier? Habt ihr das neue Set willkommen heißen können? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Oh mein Gott, das ist süß. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gehypt. Eisenhand haben wir hier am Start. Schweres Staffelholz.
Pico Chillern Reverse Knetoptik, Waggon und Horrorbar. Oh ja, vielleicht das nächste Mal sogar auch, auch wenn es sehr weit weg ist, im Laden von den guten Bären. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Laden. Ich kann euch nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen, wenn ihr aus der Nähe kommt. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Riesenzahn-Reverse-Vergangenheitsform. Wieder gut fürs Koraidon-Deck. Dusselgur und Koraidon haben wir hier direkt auch noch in Hulu am Start. Schönes Artwork. Also das Koraidon-Deck hatten wir hier in diesem Kit jetzt drin. Und das Booster war gerade sehr, sehr gut, um das Deck aufzupimpen. Snomnom, super underratedes Pokémon, echt süß. Wehe, jemand sagt was anderes. Ich habe ein riesengroßes Snomnom-Plüsch hier bei mir. Sandfell-Vergangenheit, also dieses Kit hätte ich gerne auf dem Turnier gehabt. Enikoro, Electric Reverse und jetzt noch, okay, Elfun in Holo. Wir haben Halbzeit, meine Lieben. Nächstes Deck, Metang. Und 4 Booster. Wir gehen direkt rein. Ich muss gerade mal überlegen, welches Deck fehlt uns jetzt eigentlich noch? Ich glaube, Hutsasa fehlt uns jetzt noch. Müssen wir gleich mal schauen. Wir werden hoffentlich alle einmal hier draus ziehen, dass wir uns die Decks komplett angeschaut haben. Oder zumindest die Promokarten. Nebelschleier Energie in Reverse. Pump Ross Reverse. Und nur ein Dummi-Miesel in Holo. Aber was für eine schöne Karte. Hä, schaut euch an, wie cool die aussieht. Mega Artwork. Windwoge auf dem Booster Artwork. Welches ist euer Lieblingsartwork von den Boostern? Super süßes Eneko. Meins ist definitiv Windwoge. Danach kommt Eisenhaupt. Eisenrad, Zukunftsvision. Also Eisenrad ist ja Zukunft, es ist ja doppelt gemoppelt. Pampuli Reverse. Stahlobor, Art Rare. Was für eine coole Karte ist das denn? Er chillt auch einfach sein Leben. Obwohl, hier ist auch noch eins. Er chillt auch. Was ist das denn? Okay, stark. Die hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und Impagator. Unsere erste Art Rare. Eisenhaupt, wie gesagt, mein Favorite hier bei den Zukunfts-Pokémon. Welches ist euers? Apollo. Pikachu, super süß. Nebulak. Galoppa. Blektro. Pambros, Koraidon in Reverse. Ich liebe diese Vergangenheits- und Zukunfts-Reverse-Karten und die Holos auch unfassbar schön. Aber das ist einfach ein anderer Effekt und der gefällt mir richtig gut. Da haben die echt was Schickes hinbekommen. Eisenblatt, letztes Artwork aus diesem Kit. Akkub, das wunderschöne Akku-Pokémon Monozyto. Eniko, Woolrock. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich dieses Artwork nicht so gelungen. Er sieht ein bisschen sehr verstört aus, der arme Boy. Koraidon again. Reverse. Eisenrad in Reverse. Das ist einfach, sag doch mal, das ist doch wirklich wundercool, wundercool. Wunderschön und cool gelöst. Eisenkrieger, Zukunftsform. Let's go. Wir sind in der zweiten Hälfte angekommen und wir holen Metang-Deck raus. Tschüss. Starten direkt rein mit Furienblitz. Und holen uns hier hoffentlich Funifras. Haben wir auch, glaube ich, noch nicht gesehen. Voldi, sehr, sehr süß. Eisenhand, Rettungsbord, Sandfell. Sehr, sehr viele Vergangenheits- und Zukunfts-Pokémon. Hier in diesem Booster Meryl und ein Melmetal. Bisher nur Windewoge als Fullart gezogen. Okay. Normalerweise sind solche Pre-Release-Kit... Ich war ganz kurz verwirrt. Relook, ich habe das gerade gar nicht erkannt. Normalerweise sind solche Pre-Release-Kits sehr, sehr gut bestückt. Hier haben wir jetzt gerade alles Mögliche drin, was wir noch nicht gesehen haben. Fuzzersnob, der Wald, Inferno-Pot und Thermopot in Reverse direkt hinter... Gengar! Mit quälender Fluch lege jedes Mal, wenn dein Gegner eine Energiekarte aus seiner Hand an eins seiner Pokémon, an die 2 Schadensmarken auf jedes Pokémon... Ja, den hätte ich nicht gerne im gegnerischen Team, aber wie cool ist diese Farbgebung bitte? Das ist ja richtig schicker Boy hier. Gerade noch gesagt, dass Windewoge Full Art, absolut richtig nicer Pull. Hätte ich mich sehr gefreut auf dem Pre-Release-Turnier. Die einzige Full Art war, Mortine war auch sehr, sehr schön, auch noch nicht gesehen. Genauso wie Noctu, der Handtrimmer. Scarabax again. Aber Gengar ist ja wohl auch holy benoli. Den Boy nimmt man doch gerne mit. Hier gleich passend dazu Alpollo und Elfun in Holo. Eisenhaupt kriegen wir vielleicht noch. Warte, hatten wir schon Nebulak? Theoretisch könnte man die Reihe sogar schon spielen. Natürlich ist es immer besser,
ein, zwei Nebulak und Basis- und Entwicklungs-Pokémon mehr zu haben. Für die Wahrscheinlichkeit, es überhaupt zu spielen. Hier haben wir Nebulak, perfekt. Damit man es überhaupt rausbekommt. Flatterholo, auch noch nicht gesehen. Vergangenheitsform, gut für Miraidon. Wir werden natürlich auch pünktlich zu... Hier haben wir Impagator. Impagator war die letzte Form. Let's go. Mit reißendes Herz. Einmal während deines Zuges kannst du 5 Schadensmarken auf dieses Pokémon legen. Wenn du das machst, fügt die von diesem Pokémon eingesetzten Attacken dem aktiven Pokémon deines Gegners während dieses Zuges 120 Schadenspunkte mehr zu. Okay, das ist ganz schön nice. Allerdings mit jeder Schadensmarke, die du auf dein Pokémon legst, läufst du natürlich auch Gefahr, aus dem Spiel rausgenommen zu werden. Wird man wahrscheinlich auf der Bank spielen und dann vielleicht also wenn es vorbereitet ist, dann das aktive Pokémon nach vorne ziehen, als aktives Pokémon nach vorne ziehen und dann ein bisschen Schaden machen und bevor es vielleicht stirbt, wieder zurücknehmen. Eisenblatt EX. Aber ja, ich glaube, Koraidon wäre da definitiv mit einer Bank voller Vergangenheitsparadox-Pokémon die beste Wahl. Schade, ich ärgere mich dann immer, wenn ich das hier alles öffne und sehe, dass ich nicht dabei sein konnte, um das zu testen. Wie geil ist er denn? Was macht er denn? Er gönnt sich erstmal eine ordentliche Portion Nachtisch hier, der gute Schlurpi. Sehr, sehr cooles Artwork. Und Donnersichel in Holo nochmal hinten dran. Tja, und somit haben wir alle Decks einmal gesehen. Zumindest die Promokarten davon. Und haben nur noch... Arbok haben wir auch noch nicht gesehen. Haben nur noch 3 Kits übrig. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie noch eine Alternative rausbekommen. Das wäre noch ziemlich cool. Ansonsten schon sehr, sehr schöne Karten gesehen. Eisenhaupt. Wie findet ihr das eigentlich, dass in den Editionen Furienblitz und Eisenhaupt nach dem zweiten DLC auffindbar sind und nicht im regulären Spielverlauf? Finde ich schon interessant, weil sie dadurch irgendwie so ein bisschen den zweiten DLC fokussieren. Aber irgendwie auch schade, dass die halt editionsspezifisch sind. Also ist natürlich logisch, Vergangenheit und Zukunft jeweils. Ich persönlich sage nach wie vor, ich hätte mich gerne für die Karmesin-Edition entschieden, weil ich mag natürlich zukunftsorientierte... Technik, Gebäude und so weiter, futuristisch, ne? Also die Zukunft wartet auf uns alle. Aber wenn ich so denke, Vergangenheitsform, die sind designtechnisch wirklich schon viel, viel schöner getroffen. Und ja, nach wie vor sage ich, Leute, falls ihr euch Karmesin und Purpur die Spiele irgendwie nochmal holen wollt, falls ihr es noch nicht getan habt, holt euch Karmesin, denn dort habt ihr so coole Bestien drin. Furienblitz war ja am Anfang sehr verpönt, der arme Boy. Eine Mischung aus Girafarig und Raikou, habe ich mir sagen lassen. Oder haben viele gesagt. Ich muss sagen, ich war zuerst auch ein bisschen erschrocken über das Design. Mir war klar, es muss eine Art Dinosaurier kommen. Dass es ja so ein Langhals wird, hätte ich nicht gedacht. Eisenkrieger again. Aber nach Windewoge, also... Was Windewoge ist eine Art T-Rex, offensichtlich. Und hier haben wir den Boy, der mit Raikou gekoppelt worden ist. Und da war eigentlich klar, Entei und Raikou müssen auch sowas wie Dinosaurier werden. Und ich muss sagen, mittlerweile mag ich Furienblitz sehr, sehr gerne. Vor allem, nachdem ich das wunderschöne alternative Artwork... Warum du again? Warum du nochmal? Ich weiß, lecker Nachtisch, aber nein. Du Miesel, okay. Auch von Windewoge war ich anfangs nicht sonderlich angetan. Aber mittlerweile kann ich sagen, doch, sind wunderschöne... sind auf jeden Fall sehr passende Paradox-Pokémon. Und mit Windewoge habe ich auch einige Kämpfe in der Edition absolviert. Competitive-Kämpfe gegen euch gehabt. Und es war doch sehr, sehr stark, das Pokémon. Wir nähern uns dem Grande Finale. Nochmal Koraidon. Sehr, sehr schön. Ich glaube, es ist das zweite Mal erst, dass wir Koraidon ziehen. Und wir gehen direkt rein in die letzten Booster für... Also in die letzten 8 Booster für dieses Video. Und ja, falls ihr das Display, was wir öffnen werden, pünktlich zum Release nicht verpassen wollt, dann sehr, sehr gerne... wahre Giraffe EX, die erste Terraform, die wir hier ziehen. Fahre Giraffe, sehr coole Entwicklung von Girafarig und schönes Artwork. Was ich sagen wollte,
falls ihr das Display-Opening nicht verpassen wollt und auch alle kommenden Produkte aus dem neuen Set Gewalten der Zeit sehen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, dass wir uns bei den nächsten Videos wiedersehen, um mich zu unterstützen. Und ein Jack rein mit Meryl auf dem Rücken. Was sind das für coole Artworks? Sind wir doch mal ehrlich, dieses Set ist wunderschön. Eisenkrieger again. Grundsätzlich freue ich mich sehr auf das, was jetzt hier kommen wird. Natürlich auch bin ich sehr auf die Produkte gespannt. Auf die Tinboxen, auf die Blister, auf die Pullrate. Wird wie immer sehr, sehr interessant, so ein neues Set mit euch zusammen zu entdecken. Melmetal, den haben wir schon entdeckt, den Boy. Und wie gesagt, nochmal Werbung hier an der Stelle. Falls ihr euch dieses Set sichern wollt, geht gerne in die Videobeschreibung und schaut dort bei meinem Partner BattleBear vorbei. Gute Angebote, teilweise auch reduzierte Produkte für die Sammlung oder einfach zum Rippen oder auch das neue Set Gewalten der Zeit natürlich zum Vorbestellen. Und jetzt ist es soweit, meine Lieben. Wir kommen in das letzte Kit von Gewalten der Zeit. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Set. Sehr gespannt auf eure Stories bezüglich, wart ihr auf dem Pre-Release-Turnier? Wo wart ihr? Also nur, wenn ihr das sagen wollt. Wie war es? Wie habt ihr abgeschnitten? Was habt ihr aus euren Pre-Release-Kits Cooles gezogen? Habt ihr das Set schon durchgespielt, indem ihr eine Alternative gezogen habt? Fuego EX. Und ja, seid ihr genauso wie ich schon gespannt auf das neue Set? Ich hoffe, dass wir hier jetzt nochmal eine Alternative rausziehen. Das wäre sehr, sehr schick. Mediti, Bundle B, Energiekapsel, Eisenhand, der gute Plauderguy. Und ich sag's gerade noch, Jens, Überzeugung. Oh mein Gott, let's go hier. Hey, ihm ist nichts passiert, ihm geht's gut. Richtig cool mit diesem Gengar, was hier auftaucht und dem Taubsee und sehr, sehr nice. Das nenne ich doch mal Last Kit Magic. Falls wir hier jetzt noch was anderes rausziehen, können wir uns definitiv glücklich schätzen. Aber dieses Alternative, die Alternative Jens-Karte, die war doch jetzt definitiv das Highlight zum Abschluss. Eine Nebelsteinenergie, ein Latias in Reverse. Und wir ziehen nochmal ein Schlickdri EX Terra Elektro. Was für ein cooles Artwork. Die Karte funkelt bis zum geht nicht mehr. Und passend dazu eine Elektroenergie. Braucht man gar nicht, sehe ich gerade. Man braucht Wasserenergien. Weil Schlickdri eigentlich ein Wasser-Pokémon ist. Okay, bei Terra Elektro hätte ich jetzt gedacht, man braucht Elektroenergien. Aber nein, kannst du super gut in einem Wasserdeck spielen. Nicht schlecht. Last Booster Magic, meine Lieben, mit Sandfell. Können wir noch was rausziehen? Ich glaube nicht. Pampuli Reverse. Oh, nein. Karpels und ich habe schon gefettfingert. Ein